dann vielleicht wieder mal so viel Leute unterwegs heute. Das ist ganz schön. Geht ganz schön auf da. Die beiden Wanderer gehen von Arnsberg aus auf der rechten Seite der Altmühl über den Michelsberg nach Kipfenberg. Gleich am Anfang bewältigen unsere Wanderer einen Höhenunterschied von 110 Metern. Dies geht allerdings steil bergan, denn nach ca. 20 Minuten sind sie bereits am Schloss Arnsberg angekommen. In diesem naturbelassenen Aufstieg zum Schloss können Vogelfreunde viele seltene Vögel entdecken. In der Winterzeit sind selbst am Tag die großen Eulen wie Uhu und Waldohreule zu sehen. Es wird schon warm beim Gehen. Naja, dann gehen wir halt ein bisschen schneller. Da der Weg durch hügeliges Gelände führt, werden die beiden am Ende ihrer Tour auch einige Höhenmeter erwandert haben. Die Raben spielen im Aufwind. Dabei werden sie von dem kleineren Turmfalken attackiert. Jetzt schau, hier sind wir schon herum. Schloss Arnsberg. Direkt vor uns. Ja. Wann ist denn das schon erbaut worden? Also 1126 ist erst einmal urkundlich erwähnt worden. Und das war Gottfried von Arnsberg, der da als Schlossherr genannt war. Dann waren viele verschiedene Herzöge drauf, viel Wechsel. Und dann haben sie 1415 einmal ein bisschen eine kritische Zeit gehabt. Da ist ja das Geld ausgegangen und da ist dann der Kirchenbann drüber verhängt worden. Und mehrere Zeiten dann drinnen. Ach, was waren denn das eigentlich für Schwierigkeiten? Ja, da waren die Fraunhofer waren damals Schlossherren und die haben verdammt hohe Schulden gehabt, sind dann auch unbeliebt worden wegen Gewalttätigkeiten und haben Kircher einen Bann drüber verhängt. Bann. Dann sind später die Eichstätter Bischöfe gekommen. Ja, und 1473 war es dann, da haben die Eichstätter Bischöfe dann das Ganze übernommen, waren dann die neuen Schlossherren von Schloss und Gut. So, nicht schlecht. Ja, und während dem 30-jährigen Krieg war dann das Schloss Schutz für die Kaiserlichen und für die schwedischen Landsknechte. Da siehst du den Generalweg da unten, der geht auf der Seite rüber, direkt nach Eichstätt. Das sind von da aus ungefähr 18 Kilometer. Und da rüber geht es dann weiter nach Kipfenberg, aber da gehen wir jetzt dann zu Fuß rüber. So, und auf nach Kipfenberg. Sind wir schon bald in Kipfenberg? Da schon ein bisschen. Jetzt müssen wir zuerst noch über den Michelsberg, da ist aber auch ganz schön. Und da geht es dann runter nach Kipfenberg. Ah ja, gut. Ja, da haben wir jetzt da hinten den Anstieg noch und da geht es dann schon auf zum Michelsberg. Da haben wir dann eine wunderbare Aussicht, die wird da gefallen. Oder über Nacht? Ja, ich hoffe, da wir beide Seiten brauchen wieder einen Unterstand noch über Nacht da drin. Ja. Ja, die Bahn ist schon echt gut. Da war ich schon baufällig.
Zeit, das war sogar die ehemalige Burganlage da auf dem Michelsberg. Und dahinter so weiter ist dann zu dem Kirchhall wahrscheinlich gegangen. Und da steht jetzt schon, Anfang des 14. Jahrhunderts ist die Anlage da abgetragen worden. Jedenfalls ist bloß der Rest noch da. Und wo ist dann das Kirchhall gestanden? Ja, da vorne geht jetzt ein Weg weiter. Ich denke, das war da hinten gestanden. Schauen wir mal. Ja, die Reste von dem Kirchhall haben wir jetzt zwar nicht gefunden. Aber man sieht, dass wir gleich weitergehen. Du hast doch zuerst einmal, wenn wir in Ausgang fahren, vom Mutterschau zu schönes Platz an der Altmühle. Da vorne ist auch noch eine Bank. Siehst du unten den großen Komplex? Vorne das kleinere Gebäude ist das alte Krankenhaus von Kipfenberg und das große, das ist das orthopädische und neurologische Reha-Zentrum von Kipfenberg, das weit über Bayern hinaus inzwischen bekannt ist. Und wenn wir jetzt da weiter rüber schauen, dann kommen wir zur Burg, dahinter haben wir Burg und oberhalb der Burg ist der geografische Mittelpunkt Bayerns. Die Burg Kipfenberg wurde im 12. Jahrhundert erbaut. Sie war 1277 im Besitz der Ritter Kropf, die sich nach der Burg Kropf von Kipfenberg nannte. Gerhard, auf geht's. Jetzt gehen wir über das Birgtal runter nach Kipfenberg. Das wäre jetzt ein wunderbarer Aufstieg wieder. Wahnsinn, ja? Ich glaube, der Petrus meint uns heute gut. Jetzt meine ich halt ganz schön aus, das ist gut so. Ja. Da geht's ganz schön steil runter, hä? Aber gut, sicher. Ja, sicher, dass es gut ist. Aber das scharf beißen, wo es hier drin ist. Die steilen Felswände sind die Heimat der Wanderfalken. Und jetzt im Frühling sind sie den ganzen Tag mit der Aufzucht ihrer Jungen beschäftigt. Auf halber Strecke runter nach Kipfenberg genießt Bernhard in Richtung Westen den wunderschönen Ausblick ins Birgtal. In der Burg Kipfenberg ist das Römer- und Bajuwarenmuseum untergebracht. Der dort Bestattete soll der erste Bajuware sein. Dieser erste Bayer in seinem Grab ist in Originalgröße mit vielen Beigaben wie Schmuck und Schwert ausgestellt. Ehemalige Gerichtsstätte, letzte Hinrichtung mit dem Schwert, 29. Mai 1826. Und da haben die gerade dann geköpft. Was werden die angestellt haben, dass die gleich geköpft haben? Das ist jetzt die Lichtung, wo wir beim Hergehen oben rumgegangen sind, am oberen Ende. Und jetzt haben wir den unteren Weg, jetzt kommen wir auf den Weg, müssen wir nochmal wieder direkt aufs Schloss Arnsberg zurückkommen. Du meinst, wir sind richtig. Ja, das schaut gut aus. Ja. Das schaut gut aus. Ja. Und dann gehen wir da wieder auf der Bank zum Prozent machen. Ich lasse mich überrascht. Dann können wir uns bedanken, dass es so gut gegangen ist bis jetzt. Ja.
Ja, schon immer so ist unser nächstes Etappenziel. So schön es ausschaut da drum. Aber wir sind noch schön stiegen zu rübergehen, gell? Ja. Ja, der Panoramaweg ist wunderbar zum Gehen, aber du musst schon ein bisschen geübt sein. Es geht viel bergauf, bergab. Also so locker dahin marschieren kannst du nicht, strengt schon ein bisschen los. Da schauen wir, sind natürlich ein Stück auf diesen Schmetterlingweg gegangen, der da unbeschildert war. Und da ist jetzt drauf wieder der Grafik. Welcher Schmetterling zu welcher Jahreszeit? Jetzt habe ich Angst gehabt, das zählt zu, aber schau hinter. Der ganze Himmel wird blau da hinten. Da kriegen wir richtiges Brotzeit wieder. Aber schön war's. Hat sich rentiert. So wieder, ne? Hat sich echt rentiert. Ja, das war ein ganz schönes Stück, wo wir da gelaufen sind, gell? Ja, für den Anfang genügt das. Arnsberg über Kipfenberg. Aber jetzt aber schön zum Gehen. Jetzt habe ich einen gescheiten Hunger. Jetzt trinken wir zuerst einmal Prost. He? Also dann. Also. Prost. Auf den schönen Tag. Ja. Lass das schmecken. Und auf das gute Weizen. Wenn Engel reisen, lacht der Himmel, gell? Das, ja, ist, das also Sprichwort hat sich heute wieder bewahrheitet. Ausnahmsweise, aber wir haben ja lange genug gewartet. Aber wenn wir zwei unterwegs sind, müssen wir bloß noch Sonne scheinen. Ja. Ja, der Weg war ganz gut markiert, gell? Ja, also war schön zum wunderbar. Finden. Besser wie voriges Jahr. Das ist eine wunderbare Strecke dann über von Arnsberg nach Kipfenberg. Mhm. Zwischendurch sieht man wieder runter auf Deutmal. Ja. Radlweg, war auch ganz schön was los am Radlweg heute. Schön, ja. Hm? Und jetzt die Brotzeit also, da. Ja, das ist ja wunderbar. Und das Weizen. Sache. Das Weizen das schmeckt. Und da schauen wir hinauf. Schau mal her, das wäre dann noch lustig heute, habe ich das Gefühl. Ja, drei Wanderinnen auf dem Weg zu uns. Hm. Schön. Ja, wäre doch da. Schön, gell? Ja. Haben wir ein bisschen Unterhaltung. Können wir gleich mal fragen, wo sie herkommen. Ja, ja, freilich, was sie erlebt können haben. Können wir einen Tipp geben für morgen? Schauen wir mal, ob sie reden mit uns. Ja. Also gegen ganz zielstrebig her. Ja, da können wir morgen eingestellt werden, oder? Ja, gehen wir ja auf der drüben Seite von der Alpmal. Wir können auch mal wechseln, in Gungolding mal rübergehen auf die andere Seite. Weil der Weg ist auf beiden Seiten recht schön. Ja, aber ich glaube, dass da drüben jetzt ideal ist, da der Wacholderweiden vorbei. Ja, ist der Weg nicht ein bisschen weit bis nach Eichstätt? Was? Meinst du, das schafft man? Jetzt soll nicht schwächeln. Ja, gut. Junger Kerl. Wir müssen ja mal irgendwann einkehren. Und das da nicht da vergessen. Können wir ein paar Mal einkehren, da können wir im Pfünz gescheit einkehren. Ja, dann können wir in Gungolding können wir die erste Pause machen, im Pfünz können wir einkehren. Ja, hallo. Hallo. Grüß euch. Hallo, grüß euch. Hallo. Ja, darf man uns dazu setzen? Ja, süß. Gehst gleich mit uns Brotzeit machen. Wir haben schon ein bisschen was übrig. Nehmen wir da mal eine Wurst, gell? Ja, wenn du es da drüben machst. Ah, das geht schon. Ja. Und ich nehme mal ein Stück Käse. Gut. Schneid schon mal ein, oder? Mhm. Aber schneiden wir auch. Okay, bin ich. Danke. Eins für dich. Dankeschön. Danke. Danke.